werde irgendwie alles versuchen, nochmal so ein bisschen zusammenzuschneiden, so dass es auch schön aussieht. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Also wir sind jetzt gerade aufgestanden, es ist jetzt 9:30 Uhr. Ihr seht mich das erste Mal mit Brille, normalerweise trage ich Kontaktlinsen. Und dann schauen wir mal, was heute geht. Wir gehen jetzt erstmal duschen, ein paar Brötchen holen. Ja, und dann schauen wir einfach mal weiter. Wir sind ja so ein bisschen spontan. Aber bleibt auf jeden Fall mal dran. So, jetzt sind wir fertig und holen uns noch ein bisschen Frühstück. Oh, pass auf, der ist locker. Oh, scheiße, jetzt habe ich Bock, da ganz hinten hinzugehen. So, wir haben es nicht ganz bis zum Ende geschafft. Wir haben es versucht, aber hier ist jetzt leider Ende im Gelände. Da ist uns einfach zu riskant, ins Wasser zu fallen. So, jetzt sind wir gerade beim Inselcamp Campingplatz. Wir waren eben bei Struckham Hook schon, fahren so ein bisschen hier jetzt mal die Insel ab irgendwie. Aber da habe ich irgendwie nichts aufgenommen, weil das fand ich persönlich jetzt nicht so interessant. Aber vielleicht nicht so viel für Jugendliche und sowas alles. Waren sehr viele Wohnmobil, Wohnwagen und so. Vielleicht sieht es im Sommer ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt auch keine Zeltwiese so richtig sehen können, als wir darüber gelaufen sind. Aber mal schauen, vielleicht finden wir ja hier was. So, wir sind jetzt hier mal am Strand. Wir haben mal gesehen, dass das hier alles Sandstrand ist. Aber hier auf dem Campingplatz an sich ist es echt ganz schön leer. Also sah jedenfalls so aus auf den ersten Blick. Aber das Wetter ist ja auch noch nicht dementsprechend. Und wir gucken gleich auch nochmal die Preise an so ein bisschen. Mir ist irgendwie mal aufgefallen, dass man viel zu selten irgendwie, wir waren ja jetzt schon auf Fehmarn und so, viel zu selten sich mal die Campingplätze anschaut und die Plätze sich anschaut, wo man noch hinfahren könnte. Wie gesagt, wir sind jetzt so ein bisschen mal rumgebummelt hier auf der Insel und so. Vielleicht fahren wir auch noch einen an, mal gucken. Und das ist irgendwie sinnvoll, finde ich. Weil dann sieht man auch mal, wo man ist und was man machen kann alles. Das kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, ich mache vielleicht jetzt noch mal ein paar Bilder von dem Campingplatz, dann seht ihr das auch mal ein bisschen. So, wir sind jetzt Richtung Fehmarnsund gefahren und stellen uns jetzt einfach mal eiskalt hier irgendwo hin, so, wo dann auch direkt da vorne ein Parkenverbotenschild ist. Aber ich will einfach noch mal ein bisschen den Rest des Tages genießen, beziehungsweise noch mal ein bisschen hier in der Sonne sitzen und
das einfach genießen. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich werde irgendwie alles versuchen, nochmal so ein bisschen zusammenzuschneiden, so dass es auch schön aussieht und so. Es war echt wunderbar, das Wochenende jetzt. Es war wirklich ein kurzer Kurztrip, sag ich mal, weil ich ja Samstagmorgen erst losgefahren bin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Nächste Woche geht's nach Köln. Da gibt's dann auch wieder Videos. Und ich freue mich schon drauf. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal.